252,5 Kilometer. Jan Ullrich im Bild. Tja, jetzt müsste man mal seinen Gesichtsausdruck sehen, ob er wirklich hier 90, 95 oder sogar 100% fährt, aber ich glaube, ja, ich glaube, jetzt ist er doch im roten Drehbereich drin, jetzt fährt er, was er kann. Man sieht auch das erste Mal, dass man im Gesicht, dass er einen Ausdruck bringt, dass man sieht, wie er seine Backen schon aufbläst. Das ist schon jetzt ganz, ganz große Klasse, was er hier macht. 39 Zähne, vorne aufgelegt, hinten, was wir da zurzeit fahren. Ja, ich nehme an, dass er 21 hier fährt. Bis 23 geht der Zahnkranz hoch. Genau die gleiche Übersetzung wie bereits gestern auf der ersten. Nicht umgucken, Jan, nach vorne. Pyrenäen-Etappe. Immer noch Unterlenker. Zieht er hier den Anstieg hinauf? Ja, das ist seine Position so. Dann sei er im Zeitfall. Gucken hinten, wo Pantani ist. Das wäre mal interessant. Der fährt hier, als ob es überhaupt nicht bergan geht. Jawohl, jetzt kommt er nach vorne. Zu Jean-Philippe Jovard. Der wird jetzt eingeholt. Und damit ist natürlich Jan Ullrich der neue Führende in dieser Etappe. Hier vorne rechts die Absperrung. Dort mussten heute Morgen alle Begleitfahrzeuge rausfahren, die hier noch hoch wollten. Jan Ullrich, jetzt ist er dran. Scheint so, als würde er noch mal zulegen. Als gibt er gerade noch mal Gas. Und Jean-Philippe Jovard, der denkt wahrscheinlich auch, was kommt da für ein D-Zug angefahren. Das Flugzeug, der fährt da hoch. Das ist unglaublich. Schauen Sie sich das an, liebe Radsportfreunde, was Jan Ullrich hier vollbringt. Nicht immer umgucken, Jan. Das hast du nicht nötig. Vorne liegt das Ziel, hier oben. Da freuen sich die Leute, die Leinwand. Dort stieren sie alle hin, diese Solofahrt von Jan Ullrich jetzt zu verfolgen. Das Bild, das auch bei Ihnen zu Hause auf dem Bildschirm gezeigt wird, von den Kollegen des französischen Fernsehens. Und ich glaube, dass diese Etappe auch in die Geschichte eingehen wird. So